Viele Leute namentlich zu nennen, es sind einfach zu viele und wir freuen uns einfach über alle, die da sind. Aber einen Namen nenne ich doch und das ist der Name von Frau Weyer, die hat mich vorhin angerufen, die wollte nämlich kommen und die musste, 20 vor 3 rief sie an, das ging leider nicht, das sind familiäre Dinge und deshalb hat sie abgesagt und erst ganz schön grüßen. Ja, 10 Jahre ist es nun her, dass wir von Hamburg nach Lübeck-Schlotow gezogen sind und heute eröffnen wir den 6. Kulturfrühling hier in unserem wunderschönen Schlotow. Herr Engholm, Sie haben vor 2 Jahren betont, es sei ungewöhnlich, dass ein Künstler sein Atelier zur Verfügung stellt, um anderen Künstlern ein Ausstellungsforum zu bieten. Genau das haben wir in den vergangenen Jahren getan. Denn wir wollten den Stadtteil, unseren Stadtteil Schlotow, kulturell bereichern. Nun ist aber mein Mann, Willi, 60 geworden. Und daher wollten wir den 6. Kulturfrühling ihm widmen. Der 6. Kulturfrühling ist also eine Art Retrospektive. Die Ausstellung heißt Gehzeiten. Es werden die verschiedenen Wege gezeigt, die Winnie beschritten hat, um bei der Formensprache anzukommen, die die meisten der hier Anwesenden kennen. Wie ist Winnie aber dahin gekommen? Welche Umwege wurden beschritten? Das soll hier gezeigt werden. Und darüber wird gleich Augustin Martinowke, der hinter mir steht, viel besser sprechen können als ich. Ich kann aber über andere Dinge sprechen, über die kein anderer der hier Anwesenden sprechen kann, denn ich kenne Winnie Schaak von Anfang an. Winnie hat das Schmiedehandwerk in seinen Genen. Er ist Schmied in mindestens 4. Generation. Er verbrachte seine Kindheit in der Schmiedewerkstatt seines Onkels, direkt neben seinem Elternhaus,
Ich habe ihn kennengelernt, als er Schmiedegeselle auf Wanderschaft war. Das war 1986. Das war der Zeitpunkt, als er noch plante, den Betrieb seines Onkels in Korb, das ist bei Rendsburg, für die, die das nicht wissen, zu übernehmen, um die Familientradition fortzuführen. Sein Onkel war eigentlich eher ein traditioneller Landschmied. Auf seiner Wanderschaft arbeitete Winnie in Betrieben, die ihm völlig neue Perspektiven der Metallverarbeitung aufzeigten. Bei Thomas Seiler in Kappeln oder bei Manfred Bredol in Aachen hat er zum Beispiel gearbeitet, um nur einige zu nennen. Sein Kopf war damals schon voller Ideen, er konnte sie aber nicht zu Papier bringen und wollte daher lernen, seine Ideen auch grafisch umzusetzen. Er wollte Objektdesign studieren. Für die Zulassung zu diesem Studium benötigte er eine Kunstmappe. Winnie ging in Enklave. Er zog zu Freunden auf eine Land-WG in Bremsburg und kaufte sich das Buch Garantiert zeichnen lernen von Betty Edwards und war 2 Monate nicht mehr gesehen. Er arbeitete Tag und Nacht an seiner Mappe. So wurde er beispielsweise dazu angeleitet, Gegenstände auf den Kopf zu stellen, um sie dann abzuzeichnen. Laut Mrs. Edwards wird der Verstand dadurch ausgeschaltet und man zeichnet nur das, was man auch wirklich sieht. Vorne in dem Ausstellungsraum sieht man auch noch Malereien aus seiner Mappe. Da müsst ihr dann mal Winnie drauf ansprechen. Winnie war damals 29 Jahre alt. Er sagte, ich versuche es einmal. Wenn Sie mich nicht nehmen, dann ist es so. Winnie hätte sich in der Tat kein zweites Mal beworben, denn dann wäre er 30 Jahre gewesen und hätte somit kein BAföG mehr beantragen können. Wir stünden heute nicht hier, wenn die Fachhochschule Aachen ihn abgelehnt hätte. Hat sie aber nicht. Im Wintersemester 1986 begann Winnie sein Studium Objektdesign an der Fachhochschule Aachen. In Aachen traf er Professor Wolfgang Bier, der Winnie maßgeblich geprägt hat. Professor Bier arbeitete nicht angewandt, sondern frei. Und Winnie spürte genau, dass es das war, was er eigentlich auch immer gewollt hat. Freie Bildhauerei. Handwerk trifft auf Kunst. Am ersten Studientag begab sich Winnie pünktlich um 8 Uhr zur Fachhochschule. Geschmierte Brote, eine Thermoskanne Kaffee im Rucksack. Nun sollte es endlich losgehen. Er fand verschlossene Türen vor. Um circa 10 Uhr traf der Dozent Sauerländer ein und fragte ganz entgeistert, was er denn heute schon da wolle. Na, studieren! Winnie wurde dann mitgeteilt, dass er eine Woche später wiederkommen solle, dann ging es erst richtig los. Es gab 2 prägende Ereignisse, die mir aus dieser Zeit in Erinnerung geblieben sind. Im Prinzip gab es 2 Professoren, die bei den Studierenden in Winnies Umkreis besondere Beachtung erfuhren. Einer davon war der Professor für Malerei, Professor Ilewski. Er war für seine scharfe Zunge bei den Studierenden sehr gefürchtet. Während einer Korrekturstunde trat besagter Professor an Winnie heran und sagte, drehen Sie das Bild um, drehen Sie es um. Und Winnie drehte das Bild um, so wie er es bei Betty Edwards gelernt hat und wodurch Baselitz berühmt geworden ist. Er stellte seine Malerei auf den Kopf. Ilewski wollte aber, dass Winnie die Vorderseite nach hinten dreht, um ihm eigentlich zu sagen, dass er sein Bild abscheulich findet. Dass Winnie aber seine Malerei auf den Kopf stellte und damit hatte er nicht gerechnet und er rief aus, mein Gott, der Mann meint das ernst. Ja, in der Tat, Winnie meinte es ernst. Vielleicht ein Jahr später hatte Winnie einen ca. 1,30 Meter großen Frauentorso geschmiedet, eine schwangere Frau aus Metall. Auf die war er sehr stolz. Professor Bier, der in seiner Kritik nicht so scharfzüngig war, wie Ilewski sagte, die Arbeit sei in Ordnung, aber sie könne genauso gut aus Holz oder aus Stein sein. Es fehle das charakteristische Merkmal des Stahls. Wenn er sich traue und weiterkommen wolle, dann solle er die Arbeit zerschneiden. Winnie kam völlig geknickt und niedergeschlagen nach Hause. Er lief buchstäblich mit den Worten seines Professors schwanger und er traute sich. Er zerschnitt seine Schwangere und herausgekommen sind seine ersten Köpfe und dann hat er verstanden, was ihm sein Professor sagen wollte. Viel zu früh ist Professor Bier gestorben.
Willi hat öfter gesagt, dass er ihm gerne einmal diese oder jene Arbeit gezeigt hätte. Seine zerschnittene Schwangere, mit anderen Worten die Köpfe, sind hinten im Ausstellungsraum in der Ecke zu sehen. Zwei davon. Nach seinem Studium gingen Winnie und ich nach Australien. Dort steht bis heute seine größte Skulptur. Eine 12 Meter hohe Stele in Surfers Paradise, die er für die Firma Wise Iron in Toowoomba in Queensland entwarf. Für diejenigen, die nicht wissen, wo Toowoomba liegt, das liegt in der Nähe von Brisbane. 1990 kehrten wir nach Deutschland zurück. Wir hatten Hamburg zu unserem neuen Zuhause erkoren. Winnie fand Arbeit in der Werkstatt von Michael Wieselmann und Stefan Nasch-Abendroth. Dort arbeitete er tagsüber, um Geld zu verdienen, und nach Feierabend pünktlich um 18 Uhr und an den Wochenenden, und zwar jedes Wochenende, durfte er die Werkstatt benutzen, um weiterhin frei arbeiten zu können. Schon bald hatte Winnie seine erste Ausstellung in Hamburg-Eimsbüttel. Winnie verkaufte seine erste Arbeit. Ein Schreibtischstuhl. Eine Kombination aus eigenwilligem Design und seinen ersten freien Arbeiten. Dieser Stuhl ist hier in der Ausstellung zu sehen, und für diejenigen, die gestern den Zeitungsartikel gelesen haben, das war die Arbeit, die auch in der Zeitung war. Familie Borker, die diesen Stuhl besitzt, hat ihn uns freundlicherweise zur Verfügung gestellt. 1992 bezog Winnie dann sein eigenes Atelier in Hamburg-Moorburg, ein ehemaliges Stallgebäude auf dem Hof von Manfred Brandt. In der Werkstatt hinter mir, über dem Amboss, da sieht man eine Fotomontage von der damaligen konzertierten Aktion. Viele Freunde und unsere Familie haben viele Wochenenden mit uns investiert, um den Stall in ein Atelier umzuwandeln. Winnie probierte aus, mit Fundstücken, mit Knochen. Aber dann kam wieder ein sehr prägender Moment. In Hamburg lernte Winnie Herrn Schwill kennen. Der brachte einen Galeristen mit in sein Atelier. Es sei gut, dass Winnie den Mut habe, auszuprobieren, aber es fehle die eindeutige Handschrift. Egal wo oder was, der Betrachter muss sofort erkennen können, dass es sich um einen Schark handele, sonst sei man zu beliebig. Auch diese Kritik saß. Sie arbeitete in Winnie. Ungefähr zum gleichen Zeitpunkt, wir sprechen von dem Jahr 1996-97, ereigneten sich vier Todesfälle von vier Menschen, die ihm sehr nahe standen. Das war der Zeitpunkt, als Winnie begann, seine Hausung zu bauen. Sakrale Formen in Erinnerung an seinen Professor Wolfgang Bier. Pause. An seine Mutter Thea Schark, an meinen Vater und an die Pellwormer Ärztin Gabi Kurzke. Eine Zäsur fand statt. Winnie entwickelte nun seine Handschrift. Egal, ob er eine Spendenbox für den Lübecker Schulgarten, eine Markierung für den Lübecker Kreuzweg oder Sonnenstelen für den Barockgarten im Schloss Gotthof schuf, der Betrachter erkennt eindeutig, dass er einen Winnie Schark vor sich hat. 2008 sind wir nach Lübeck-Schlotow gezogen, also vor knapp 10 Jahren. Im Mai 2009 bezog Winnie sein neues Atelier. Ich stehe davor. Das wir dann im August mit einer großen Feier eröffneten. 2012 haben wir zum ersten Kulturfrühling in Schlotow eingeladen. Und nun begrüßen wir viele Weggefährten, Förderer, Kunstinteressierte, Freunde, Familie und natürlich ganz herzlich Herrn Professor Hans Wiskirchen. So wie wir ist auch Professor Wiskirchen ein Zugezogener. Sie leben aber schon viel länger in dieser schönen Stadt, als wir das tun. Sie zogen 1991 in die Stadt Thomas Manns, leiteten seit 1993 das Buddenbrookhaus und sind seit 2001 der Direktor der Kulturstiftung Hansestadt Lübeck. Seit 2006 sind alle Lübecker Museen dieser Kulturstiftung unterstellt. Herr Wiskirchen, wir freuen uns sehr, dass Sie heute gekommen sind, um ein kleines Schlotow-Ausstellungshaus, das Scharkhaus, mit ihrem Besuch zu würdigen. Gekommen ist auch Augustin Martin Nowke, der heute zu Winnies Arbeiten sprechen wird. Winnie hat Augustin Nowke bei Ausstellungseröffnung gehört, so auch in der Galerie Elbchaussee bei einer Ausstellungseröffnung von Johannes Duwe.
Viele von euch mögen sich erinnern, Johannes hat 2014 zusammen mit Klaus Pütemeier hier im Scharkhaus ausgestellt. Und Johannes ist auch heute hier. Wo ist er denn? Hier. Ja, genau, da ist er. Genau. Es hat Willi imponiert, wie Augustin Nofke Ausstellung eröffnet. So sagte Willi, zu Recht nennt er sich Denker. Und wir freuen uns sehr, dass du heute Willis Schaffen, philosophisch-denkerisch, von Anfang an kommentieren wirst. Alle guten Dinge sind drei. Auch unsere Musiker, das Duo Papa Meto, sind Neulübiker. Die Zwillingsbrüder Pai Bandignon, Kontrabass und Gitarre, und sein Zwillingsbruder Melf Torgenon an der Klarinette, Studierende hier an der Musikhochschule Lübeck, sorgen für den musikalischen Rahmen der heutigen Eröffnung. Aufmerksam wurden wir auf die beiden jungen Talente direkt nebenan, dort bei einem Konzert in unserer schönen St. Andreaskirche im letzten Spätsommer. Wie schön, dass ihr den Weg heute wieder nach Schlutup gefunden habt. Herzlich willkommen, alle unsere Gäste. Ein Weg ist nicht linear. Es gab verschiedene Gehzeiten, Rückschläge, Ehrwege, Umwege, mutige Wege und dann ein klarer Weg. Das zeigt die Ausstellung Willi Schaak von Anfang an. Wir sind eine Privatinitiative und der Besuch heute im Schaakhaus kostet keinen Eintritt. Wir sind auf Spenden angewiesen und damit unser Projekt eben auch weiter bestehen kann, würden wir uns freuen, am Ausgangstor haben wir eine Spendenbox. Und dazu müsste ich eigentlich sagen, dass wir möchten, dass die Skulpturen nicht unbedingt angefasst werden, weil sie sehr empfindlich sind. Aber eine Skulptur darf angefasst werden. Und das ist nämlich die Spendenbox, die Willi vor 3 Jahren für die Triennale gebaut hat und die wir heute als Leihgabe erhalten haben. Und da freuen wir uns natürlich sehr, wenn die ein bisschen gefüttert wird. Und wir haben auch ein Gästebuch im Ausstellungsraum und wir freuen uns auch sehr, wenn Kommentare und Ähnliches reingeschrieben werden. So, jetzt habe ich viel geredet und jetzt sind Sie dran, Herr Wiskirchen. Ja, ich darf mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, bei Ihnen beiden für die Einladung. Ich bin gerne gekommen. Ich tue das aber auch, wenn ich hier die Freude aussuche, mit einer gewissen Scham, denn ich bin zum ersten Mal hier und das ist nicht richtig. Das hat natürlich einen Grund. Den Grund kennen wir alle hier. Ich sehe viele, die aus Lübeck sind, einige sicher aus Schlutup, also es mischt sich hier auch. Lübeck ist aufgrund seiner Geschichte eine Stadt, die eine starke Mitte hat. Das hat seine Gründe, die brauche ich hier nicht ausführen, wir alle wissen das. Es hat aber auch seine Gefahren, auch davon weiß ich gut zu reden. Es sind viele historische Dinge, es ist wunderbare Kunst, aber die Gefahr ist, dass das sehr stark nach hinten in die Vergangenheit geht. Und wir müssen natürlich in die Gegenwart, auch in die Zukunft mit dem, was wir kulturell tun. Und deswegen gibt es seit einigen Jahren, und da sind Sie, die sagten Privatinitiative, ein wunderbares Beispiel für, was ich bisher so gar nicht kannte, der 6. Kulturfrühling hier schon, eine Bewegung, ich will nicht sagen an die Ränder, das klingt so negativ, aber raus aus der Mitte, hin an andere Orte der Stadt, die ja nun viel, viel mehr zu bieten hat. Wenn man also außen rumfährt, wie ich das getan habe, kommt man an der Grenzdokumentation zu Schlutup vorbei, auch eine Privatinitiative. Wenn man hier über die Trave rüberschaut, schaut man nach Herrenwiek, Industriemuseum, auch eine Privatinitiative. Das sind alles Dinge, die wichtig sind für die Stadt und ich denke, das wird in den nächsten Jahren auch mehr werden, muss mehr werden in meinen Augen auch, denn die Mitte alleine kann die kulturelle Vielfalt nicht zum Ausdruck bringen auch und das ist ja das beste Beispiel hier und heute, wie wichtig so etwas ist und wie gut es angenommen wird von den Menschen auch. Wenn so etwas ist, müssen in meinen Augen 3 Dinge zusammenkommen. Es muss einmal ein besonderer Ort sein und dieses ist ja ein besonderer Ort hier, das sieht glaube ich jeder, der hier schaut. Ist es noch die Stadt? Ist es schon draußen in der Natur? Ist es so ein Ort, der so ein wenig dazwischen liegt, der eine ganz besondere Aura hat auch? Es ist auch nicht zu harmonisch, zu idyllisch. Da sorgt die Kunst von Ihnen für, wenn man hier durchgeht, dann immer wieder. Das wird gleichsam sehr scharf, ein wenig gebrochen. Gut so finde ich auch. Also wirklich ein wunderbarer Ort. Es braucht zweitens Begeisterung und Menschen, die das umsetzen. Da sind Sie beide das beste Beispiel für. Denn ich kann mir gut vorstellen, wie viel Kraft, Energie, wie viele Rückschläge auch dabei waren, bis ein solcher Ort dann so ist, wie er jetzt hier
da ist auch, also diese Begeisterung muss da sein. Und drittens braucht es aber auch Qualität. Eigentlich ein blöder Begriff, aber wenn man die Kunst sieht, wissen Sie, was ich meine. Begeisterung alleine, ein Ort alleine nützt nichts, wenn das, was man an dem Ort zu sehen bekommt, nicht das Niveau des Ortes und nicht die Intensität der Begeisterung hat. Aber ich glaube, das sind wir uns alle einig, dass speziell heute, wo zu Ihrem 60. der schon ein bisschen zurückliegt dann auch, aber es ist, man kann nachfeiern, kann man ja, man kann nur nicht vorfeiern, denke ich. Diese Kunst hier gezeigt wird, das finde ich völlig angemessen und richtig. Das könnte nicht jeder Künstler machen, aber Sie könnten es, denke ich, und Sie dürfen es, bei der Qualität Ihrer Kunst auch. Also wenn diese drei Dinge zusammenkommen, dann klappt das. Und als ich herfuhr und jetzt, wenn ich das hier so sehe, kam mir ein Gedanke, den ich einfach mal am Ende zum Ausdruck bringe. Vielleicht sollte man nicht nur eine Museumsnacht machen, die eben die Mitte zum Feiern bringt. Vielleicht wäre es eine Idee, und das mögen ja alle dann nach dem 7. Mai, wenn sich das alles neu mischt in Lübeck, auch mal überlegen. Ich denke, da wird sowieso einiges anders und mit neuem Schub vorangehen. Das ist der Sinn von Wahlen auch. Vielleicht kann man auch mal so etwas organisieren, dass diese Orte, ich habe jetzt drei genannt, es gibt sicher mehr, zusammen irgendwas machen. Wir würden natürlich unterstützen dabei, aber es müsste von innen heraus, von Leuten wie Ihnen passieren. Vielleicht ist das eine Idee, die wir umsetzen können. Ich bin begeistert. Ich wünsche Ihnen, dass noch viele, viele Kulturfrühlinge folgen und wünsche uns allen heute, und das Wetter ist ja geradezu italienisch, kann man fast sagen, auch dann, einen wunderbaren Nachmittag haben. Danke, dass ich hier sprechen durfte und Ihnen alles Gute für die Zukunft auch. Ich will jetzt gar nicht groß weiterreden. Einfach nur ganz, ganz viel Dank, dass wir hier sein dürfen. Wir waren natürlich, das heißt natürlich, also wir waren auch noch nicht hier, leider, und sind hin und weg. Wir sind Pavameto und das Stück, was wir jetzt spielen, die Geschichte dürfen wir Ihnen eigentlich nicht vorenthalten. Wir sind in den Bergen oft im Urlaub gewesen und haben dort oft so einen Weg gehabt, eine Route, die wir gerne spaziert sind. Es war eine Kurzwanderung. Und die geht an einem Stein vorbei. Da ist Schlundenstein, das ist in Südtirol. Ein sehr großer Stein, ein Felsen, könnte man auch sagen. Und da sind wir dann immer raufgeklettert und haben irgendwie die Aussicht von da nochmal genossen. Und irgendwann saßen wir auf diesem Felsen drauf, als wir raufgeklettert waren. Und haben uns so gefragt, wie alt mag dieser Stein wohl sein? Und dann hat der Stein sich bewegt und hat plötzlich gesagt, na mein Junge, das ist aber ein Zufall, dass du das fragst. Denn ich bin der älteste Stein der Welt. Once upon a time.
Liebe Gäste dieses außergewöhnlichen Tages, denn 60 Jahre sind kein Pappenstiel. Liebe Kunstfreunde, liebe Kulturfreunde, liebe Freunde von Willy Schark. Hier ist gerade ein sehr starker Exodus in Schlut ab. Ich soll so, wie das die Ehegattin gesagt hat, dem Ganzen eine intellektuelle Note geben. Ich soll sozusagen das Wesenhafte herausziehen, wie den Dotter aus dem Ei. Ich soll auf das Entscheidende kommen, das Willy uns mitteilen kann. Es ist sehr schwer, wenn man so ein ominöses Mikrofon in der Hand hält, denn ich pflege mit der rechten Hand genauso stark zu gestikulieren, muss jetzt alles in die linke tun und bitte um Entschuldigung, wenn mir die Worte nicht so recht in den Kopf kommen. Ich werde trotzdem das Allerbeste versuchen, denn auch der große Lehrmeister der Rhetorik aus Lübeck steht vor mir und steht mit kritisch gekrümmtem Gesicht da und hat die Ohren jetzt ein bisschen aufgemacht. Meine Damen und Herren, Willy Schark, das ist jetzt ideal mit den Glocken, ich bin ein sehr religiöser Mensch. Willy Schark ist ein Phänomen, denn wann immer ich ihn erleben durfte, war Willy Schark außerordentlich unfotogen. Ich habe immer gedacht, was macht dieser bescheidene Mensch, was macht den eigentlich aus? Und als er mich anrief und fragte, Augustin, würdest du für mich reden? Ich hatte schon mal reden gehört. Es wäre mir eine große Freude, wenn ich das erleben dürfte. Kam ich auf diesen Hof, nachdem ich ein bisschen gesucht hatte, wurde von der Atmosphäre natürlich eingenommen, aber besonders eingenommen von diesen zauberhaften Augen. Die Augen von... Ja, ich fange gleich wieder von vorne an, denn der... Wir machen Musik. Tut mir leid, ich habe da nicht geglaubt. Ja, das war ein bisschen weh.
natürlich noch von Heike Schiefer, die noch von Ruhm war, aber die werden auch nicht reisen. Wow! Thank you.
schlechte Koinzidenz und etwas bedauerlich ist natürlich, dass diese fantastische Musik, die uns Norddeutschen ja das Knie in Biegung versetzt, leidenschaftlich würde jeder andere Mensch hier jetzt tanzen, ist er auch ein bisschen durch Gottes Klang ein bisschen irritiert worden, aber es ist ja nicht negativ, es ist eine sehr, sehr schöne Sache. Schön, dass noch einige da sind. Ich sehe, dass die Blässe langsam eine Sonnenbrandröte weicht und der Alkohol wird sein Gutes dazu tun, sodass wir heute Abend alle, wenn wir in den Spiegel gucken, eine rote Glocke haben, wenn wir noch ein bisschen länger stehen und noch ein paar andere, quasi war das jetzt eine Hochzeit oder was ist das immer? Ist ja trotzdem sehr schön, wie der da steht, wenn man aus dem Hof herauskommt. Meine Damen und Herren, ich kam also hierher und erlebte diese Augen. Ich habe mir eben nochmal die Zeitungsausschnitte angeguckt und war irritiert, wie wenig präsent, trotz großer Witze und netter Mimik, Winnie auf diesen Zeitungsfotos ist und wie warm und reich er rüberkommt, wenn man ihn erlebt. Geradezu irritierend, denn seine Augen gehen, darauf komme ich später nochmal, in etwas unterschiedliche Richtungen. Wir haben sozusagen eine ganz, Albrecht Dürer hatte das auch, so eine leichter Weg nach draußen und irgendeine milde Ewigkeit legte sich auf mich drauf. Er zeigte mir also sehr, sehr viele assoziative, additive Objekte, unter anderem auch hinten die Ecke mit dem Schmuck, kleine Objekte, die immer darauf aus sind, dass wir irgendetwas darin entdecken können, irgendetwas davon mitnehmen können, irgendwas assoziieren, was wir vielleicht in uns finden oder wo wir denken, dass wir den Künstler in seinem Gedanken besuchen könnten. So baut er zusammen mit Einbrüchen, mit Einführungen, mit seltsamen Vertreppungen, baut immer noch andere schon vorhandene Stücke gegeneinander und zueinander und bleibt doch nicht recht klar. Das ist sehr faszinierend, was Andrea erzählt hat, dass er diese Brüche hatte und diese Brüche immer weiter abgearbeitet hat, um endlich zu diesen geklärten Augen zu kommen, die er jetzt in seinen Augenhöhlen trägt. Denn es ist etwas Besonderes passiert. Vinny Schark ist einer dieser Künstler, da gibt es nur relativ wenige von, die Künstler selbst gerne im Haus haben. Es gibt immer so einige Ikone, die die Künstler selbst irritieren, begeistern, irgendwo anfassen und sie zu einem notwendigen Produkt innerhalb der eigenen Einrichtung machen. Und Vinny geht in diese Richtung in den letzten Jahren und es ist gar nicht so einfach, das zu erklären, denn wir alle sind ja politisch, gesellschaftspolitisch, wir haben sowieso alle Abitur und wir sind ja alle große Klugscheißer. Wir sind auch alle wahnsinnig wohlhabend. Uns geht es im Wesentlichen gut. Schlutung ist ja eher so die asoziale Ecke von Lübeck. Wir haben hier also... Die kleine Provokation muss doch immer mal sein. Also, asozial heißt ja... Jetzt habt ihr nämlich alle falsch reagiert. Ihr könnt nämlich kein Deutsch. Asozial heißt ungemeinschaftlich. Und wenn ihr mal genau nachdenkt und Schlutung ist wirklich gemeinschaftlich, dann braucht ihr das ja nicht ernst zu nehmen. Ihr habt jetzt wieder gedacht so unter der Brücke und so. Nee, wir sind eine immer asozialer werdende Gemeinschaft in diesem Land und wir sollten solche Orte wie diese hier auch als einen gesellschaftspolitischen Aufgriff begreifen. Nicht, weil es schwer ist, eine gute Ausstellung zu machen, sondern weil solche Treffen wie diese mit so guter Musik und so einer herzlichen Anführungsrede durch eine liebe Ehefrau etwas Besonderes sind. Das sind Momente der Gemeinschaft, die man nicht immer im Leben hat. Und wir reden hier von 60 Jahren, Vinny Schark. Das ist nicht ganz normal. Er kommt endlich und irgendwann, dieser vielseitige Mensch, der auch ein Beispiel dafür ist, wie vielseitig wir alle angelegt sind. Wenn man die ersten Arbeiten von ihm sieht, dann könnte er in die Richtung gegangen sein. Er könnte nach Osten, nach Süden, nach Westen gegangen sein. Aus ihm wäre vielleicht ein interessanter Möbeldesigner geworden. Es wäre alles möglich gewesen. Die Potenzen, die er hatte, die Potenziale, enden nachher in einem sehr, sehr klärenden, fast buddhistischen Weg. Denn das Faszinierende über die Wege der Behausungen, ich bin letztens in Mölln unterwegs gewesen, da ruht man sich ja auch so ein ganz bisschen Altstadt aus. Und wenn man aus der Altstadt rauskommt, kriegt man Würgereiz. Weil auf allen Wegen aus der Stadt heraus die Bürger
in ihren Häusern jede dämlich, darf ich nicht sagen, das kommt von Dame, jede dumme Mode mitgemacht haben und die Häuser völlig prostituiert, mal so, 70er Jahre sind die ganz hart, wenn sie dann überbaut werden von den 80ern, die 90er, da gab es dann das moderne Badezimmerdesign. Es ist sozusagen ein Übelkeit erzeugendes Ereignis, an diesen Häusern langzukommen, in denen die Menschen nicht ihre Wesenheit herausgearbeitet haben, sondern immer irgendeiner veräußerlichen, standardisierten Mode gefolgt sind, die gar nichts mit ihrem eigenen Schweiß und Duft und Aussehen zu tun hat. Es ist sozusagen etwas Besonderes, wenn man den anderen Weg gehen kann, in sich hinein und dabei noch auf philosophischer Ebene etwas ganz Besonderes für uns tut. Also über diese Behausungen. Und wir haben hier ein Konglomerat an Behausungen, das uns anheimelt, bin ich ziemlich sicher. Auch wenn es viele kubische Ecken und Verwirrungen hat. Und Björn Engelen hat vollkommen recht. Fast kein Künstler, es ist so, als wenn er die Hose runterlässt, lässt Leute in sein Atelier. Das ist ein ganz heikles Ding. Das ist so eine Art Exhibitionismus psychodramatischer Qualität. Das sollte man eigentlich tunlichst lassen. Da erkennt man wieder die bewundernswerte, lockere Natur von Willy Schark und höchstwahrscheinlich auch seiner Frau, die natürlich didaktisch orientiert ist. In auch dieser didaktisch orientierten Ausstellung geht er den Weg über die Behausung, über die heilige Behausung, über die archaischen Formen, Bootsdomformen, von denen es ja in Lübeck wunderschöne Beispiele gibt, wird immer ewigkeitssuchender, um dann einen faszinierenden Effekt zu erzeugen. Während wir vorher bei seinen additiven Arbeiten immer in eine künstliche Suche gestellt werden. Was will der Künstler uns sagen? Welches Erlebnis hat er da? Oh, tolles Material, rost gegen blank und witzig, ja. Passt vielleicht hinten ins Wohnzimmer. Ganz interessant, wenn die Sonne sich da reindreht. Sieht gut aus neben dem Fernseher. Oder machen wir so. Irgendwie hat er sich was dabei gedacht. Aber ich sehe da drin mehr so einen männlichen Hintern. Nein, nein, nein. Ich sehe da was ganz anderes. Den könnte auch so sein. Wir bewegen uns auf so eine eigenartige Suche in eine Irritation hinein, die uns eigentlich gar nicht viel bringt. So hat Willy Schark, das hat mir sehr geholfen beim Nachdenken über diese Rede, tatsächlich das Bild umgedreht. Was er jetzt macht in diesen außerordentlich geheimnisvollen Objekten, ist die Herausforderung desjenigen, der davor steht und sieht, der guckt. Denn keine Fläche dieser Objekte ist parallel gesetzt, wie wir so wahnsinnig gerne unsere Welt parallel auslegen oder glatt gestrichen oder ungebogen, unsinnlich fast, möchte ich sagen. Alle seine Objekte, es wird immer schlimmer oder, so wie ich es ausdrücken würde, immer schöner, wie er unsere Wahrnehmung hemmungslos in die Irre führt und unsere Klischees im Sehen vollkommen hinterfragt. Im Grunde einen vierten, fünften Sinn anregt, in dem wir wissenschaftsverblödete Pragmatiker überhaupt nicht mehr in der Lage sind, das ganze Wunder unserer ereignisreichen Welt richtig zu schauen. Ganz schlimm geht das bei Geschädigten aus dem Honecker-Regime. Die denken ja wirklich ganz, ganz einfach manchmal. Die Provokation kommt jetzt hier nicht an. Naja, ich gehe mal ganz kurz zurück. Der Romantiker, der stand vor dem Mond oder er stand vor der Landschaft und ließ sich vom Wunder dessen, was er erlebte, verführen. Vom wechselnden Licht auf dem See, vom wechselnden Licht des Mondes. Er ließ sich von den Geräuschen aus der Tiefe der Natur berühren und wollte nicht wissen, was hinter diesem ganzen Wunder steckt, sondern nahm es als Wunder, als erlebbares Ereignis für sich selbst mit und gewann darin Heimat. Wenn wir immer noch so tun, als wenn wir über die Wissenschaft die Welt besser verstehen können, laufen wir fortlaufend in die Irre, verkomplizieren. Winnie dreht das vollkommen um. Wir werden herausgefordert, in seinen Objekten unser eigenes falsches Sehen zu revidieren, unser eigenes Sehen zu hinterfragen. Ich stehe immer wieder vor diesen Objekten, auf denen ich mich frage, warum das Licht falsch ist.
Ich kann nicht ganz glauben, was ich sehe und muss der Form folgen, indem ich sie anfasse. So als wäre es ein geliebter Körper, bei dem ich nicht glauben kann, wie schön der Rücken sich formuliert. Muss ich diese bewegte Linie, bei der ich mich frage, warum eine ganz andere Innerlichkeit als Gegenlauf, als Loch, fast wie eine innere Information der äußeren Form nochmal widerspricht. Wie so häufig wir Klischees, ich wiederhole das zum dritten Mal, politisch, existenziell oder sonst wie denken, will sie gar nicht alle aufzählen, die überhaupt nicht das Leben wirklich beschreiben. Das heißt, jedes Objekt dieser sehr, sehr klaren, ehrfurchtsvoll reinen, feinen Sehereignisse ist eine Anmahnung an unsere persönliche Wahrnehmung, quasi eine Donation, ein Geschenk eines Bildhauers, der ein starres, hartes, schweres Material zu einem optischen Fragezeichen macht, bei dem jede Kleinigkeit neu gesehen werden kann. Es ist sehr einfach, Sie halten sich höchstwahrscheinlich für schön. Sie gucken in den Spiegel. Die Falten in Ihrem Gesicht machen Sie glücklich, weil Sie wissen, mit wem Sie sie erreicht haben, wodurch sie entstanden sind. Ihr Gesicht zeigt Ihr eigenes Leben wie eine Landkarte. Wir alle gucken in den Spiegel und gucken, als würden wir etwas verkörpern wollen, zumeist für andere. Wir lassen uns nicht ganz natürlich sein, sondern wir denken immer etwas dazu. Wir dürfen bei den Objekten von Winnie Shark das Denken völlig vergessen. Auch das kam vorhin beim Zeichnen lernen in 2 Wochen. Denn wenn die vermeintliche Vernunft, die eigentlich heißt vernehmen, wahrnehmen, ahnen, was es sein könnte, uns sagen würde, diese Objekte sind irgendwie intelligente Kunst, bedeutet das gar nichts. Diese Objekte sind einfach schier in unserem geometrischen Denken nicht möglich. Ich bin außerordentlich traurig darüber, dass die Hafen City in Hamburg nicht einen einzigen Architekten hat, der Winnie Shark in den Arm nimmt und sagt, erklär mir was von deinem Geheimnis. Diese rechtwinkligen Suppenklöße, die da rumstehen, diese Langeweile, die wir angeblich schön finden, weil wir da mal wieder irgendwie ein bisschen Hafenrand bebaut haben, erzeugen überhaupt keine Spannung in uns. Und stellen wir uns ein großes Gebäude vor, von Winnie Shark, aus welchem Material auch immer gestaltet, wir stünden Stunden davor und würden uns freuen, dieses Seh-, Fühl- und Existenzereignis in dieser Stadt unser eigen nennen zu dürfen. Das Besondere bei Winnie Shark ist, dass er uns an ein bisschen Blech. Wie heißt dein Superstar? Die Wahrheit entweder unserer Wahrnehmungsunfähigkeit vor Augen führt oder durch das Ereignis seiner Objekte uns endlich die Tür öffnet, die Welt nochmal ganz neu, ganz anders, ganz frei, ganz naiv, also natürlich frei einatmen zu dürfen. Das ist der Grund, warum die Künstler ihn so lieben, weil er einen magischen Punkt erreicht hat, der unverkennbar ist, ein magischer Punkt, den es so wirklich nur einmal gibt, auch dort hat dieser Professor recht, es gibt nur den einen Winnie Shark. Und dieser eine Winnie Shark lebt in Schluthof. Und dieser eine Winnie Shark ist noch 60. Und er schaut uns an wie eine zweigleisige, tiefenräumliche Wärme. Es ist schön, sich von seinen Augen begleiten zu lassen, die ich manchem Pastoren wünsche, der mich seelenlos anschaut. Aber in den Objekten sehen wir tiefere, ewigkeitsorientierte Hinterfragung unserer vermeintlichen Wirklichkeit, die albern erscheint manchmal, wenn man so ein Objekt vor sich hat. Ich empfehle ganz besonders, und ich bitte darum, dass Sie alle mitgenommen werden, die kleinen, schweren Objekte, die hinten stehen, diese kleinen Hausobjekte, in kleinster Form ist da komprimiertes Falschsehen Programm. Sie sind schwer, sie sind schön, sie sind attraktiver als Gold,
weil sie unseren Augen wieder eine neue Existenz schenken. Winnie, wir sind dankbar, dass du uns glücklich machst mit dem, was du als endzeitlose und zeitlose Kunst für uns bereitet hast. Vielen Dank. Schön. Es ist ein Wunder, wie ihr alle ausgehalten habt. Jetzt müsst ihr feiern. Wunderbar. Ja, ja. Ich habe einen Aua. Es kommt noch mal diese wunderbare Musik. Mit einem letzten Beitrag. Winnie, du musst jetzt sagen, I declare the bazaar open. Bevor wir mit unserem letzten Stück machen, noch mal kurz, du bist schon drauf, das ist Film. Ein ganz pragmatischen Kommentar bringen.